So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich heute zu einem spannenden Spezial, so möchte ich das einfach mal nennen, zum Thema Trading Psychologie im Rahmen unserer gemeinsamen Reihe hier rund um das Live-Trading bzw. Trading Psychologie, Erstellen einer Handelsstrategie und dergleichen. Das auch alles anhand eines realen Kontos. Und der ein oder andere, der erinnert sich ja eventuell daran. Wir hatten vor 2 Wochen, hatten wir, Moment, ich muss kurz überlegen, nicht vor 2, ich glaube, es waren, ist jetzt 3 Wochen. Ja, vor 2 Wochen war das Live-Trading und dann vor 3 Wochen hatten wir schon mal eine Trading-Psychologie. Und da hatte ich ja gesagt, das, was aktuell nicht so ganz optimal ist, ist, dass die Handelsstrategien offensichtlich nicht besonders gut mit dem Markt Umfeld korrespondieren. Und das kann man an einem ganz einfachen Umstand kann man das festmachen, nämlich an der Tatsache, dass die Kapitalkurve nicht steigt, sondern fällt. Und das hat sich bei mir auf breiter Front hat sich das bemerkbar gemacht. Und ich habe dann natürlich entsprechend beginnen müssen, mit einem Aspekt hinsichtlich der Trading-Psychologie zu arbeiten, also für mich selber erstmal jetzt, um mit dieser Situation umzugehen, aber auch dann mittels diesem direktem Umgehen damit konnte ich das natürlich dann auch den jeweiligen Teilnehmern hier im Webinar, konnte ich das näher bringen und zeigen, wie man mit solch einem potenziellen Drawdown eben tatsächlich umgeht. Und zwar in einer vernünftigen Art und Weise. Also nicht jetzt im Modus, ich hoffe mal, dass es schon besser wird, sondern wirklich mit dem sogenannten Induzieren von rationalem Denken, so habe ich das genannt. Und ja, nun ist es dann in diesem Zusammenhang so, dass wir dann auch über ein paar Risk- und Money-Management-Techniken darüber dann detailliert dann in der übernächsten Woche. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich komme jetzt mich auch ein bisschen mit den Terminen durcheinander. Es könnte sein, dass nächste Woche ein Live-Trading wieder ansteht und dann nämlich in der Woche drauf das Risk and Money Management oder umgekehrt. Einen Augenblick, ich schaue mal ganz kurz hier parallel nach. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir so, heute ist der 7. Nächste Woche Risk and Money Management, genau, also genau in dieser Reihenfolge. Am 14. August ist dann in einer Woche Risk and Money Management und dann am 28. wieder ein Live-Trading morgens ab 9, nächste Woche 19 Uhr. Ich hatte dann ja Techniken zum Beispiel auch gezeigt, Thema zum Beispiel Mean Reversion, also wo ich gesagt habe, man kann ja ausgehend von der Historie beispielsweise, kann man etwas berechnen, was man als Sollwert bezeichnet, also ein Erwartungswert, mit dem man kalkuliert, ausgehend von eben realen Handelsergebnissen. Und dann schaut man sich einfach den aktuellen Ist an. Und wenn man dann eben den Ist deutlich auf der Unterseite abkippen sieht, dann kann man das rein mathematisch dahingehend bezeichnen, dass man sagt, man läuft minus EV. Das heißt also, man läuft unter dem Erwartungswert. Und früher oder später kommt es zu einer scharfen Gegenbewegung wieder in Richtung des Sollwertes. Das lässt sich nicht vermeiden. Also wir gehen davon aus, das ist die Basis eines Handelns, einer Strategie eben entsprechend. Wir gehen dann entsprechend von aus. Und während ich übrigens hier rede, fällt mir gerade ein, macht es durchaus Sinn, schon mal die nächste Folie aufzurufen, beziehungsweise nicht diese, sondern jene, den Risikohinweis, den wir gleich nochmal durchgehen wollen. Aber vorab, wie gesagt, dieses Mean Reversion, nochmal kurz den Gedanken zu Ende zu bringen. Und es hat was ganz Interessantes wirklich stattgefunden. Wir sind zwar jetzt erst zur Hälfte durch. Ich hatte damals gesagt, wir hatten, glaube ich, 24 Trades beim letzten Mal, mit der Strategie zum Euro-Yen übrigens. Und ich sagte, wir gucken einfach mal, wie wir nach 50 Trades dastehen. Also das heißt, am Ende des nächsten Monats, wir haben jetzt Anfang diesen Monats, also das heißt, wir haben noch mal 3 Wochen, die jetzt uns vorstehen, aber wir haben bereits eine teilweise sogenannte Mean Reversion zu sehen bekommen. Und infolgedessen hat sich auch der Negativsaldo auf dem Konto aktuell ein bisschen stabilisiert und das Minus deutlich reduziert auch tatsächlich. Darauf wollen wir natürlich dann heute noch eingehen. Und wie gesagt, das Tolle ist, das habe ich ja auch schon letzte Sache gesagt, ich meine, klar, es wäre und es wird auch, ich bin fest davon überzeugt, andernfalls könnten wir das Projekt jetzt schon bereits einstampfen, wenn ich davon nicht überzeugt wäre. Am Ende wird es ein positives Ergebnis unterm Strich geben, nach dieser Projektreihe, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz ist es halt etwas super günstig aus lehrtechnischer Perspektive, dass wir mit einem Drawdown anfangen, weil genau daran kann man dann an einem praktischen Beispiel eben ganz besonders die Trading-Psychologie, glaube ich, wunderbar eben
ja, erkennen und daraus, davon ausgehend eben dann einen Mehrwert für sich aus dieser Webinarreihe eben entsprechend ziehen. So, aber wir greifen schon viel zu weit vor. Wir wollen zunächst einmal mit was ganz Wichtigem beginnen, nämlich dem Risikohinweis, dem Hinweis, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann und nicht für jeden Anleger geeignet ist. Und bevor man eben mit dem Live-Trading beginnt, dass man bitte seine finanziellen Umstände, seine Risikoneigung, Erfahrungsstand, Handelsziele sorgfältig prüft und bitte auch klar machen, wobei das im Zusammenhang mit der Trading-Psychologie jetzt tatsächlich rein edukativ ist, aber falls im Laufe dieses Webinars ein Handelsgedanke formuliert wird oder irgendetwas in Zukunft auf mögliche Trades schließen lässt, dass man dann bitte weiß, dass das keine Aufforderung zum Handeln darstellt, sondern dass es ein Webinar ist, was ausschließlich informellen Zwecken sowie die Veranschaulichung und eben Weiterbildung ganz besonders eben dient. So, das zu meiner Vita, aber die ist vollkommen sekundär. Ich möchte noch einmal zu den drei Säulen profitablen Tradings kommen. Dieser Säule, die lasse ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen auf, während ich hier parallel noch einen anderen Tab öffne. Übrigens, ich gehe davon aus, dass der Ton gut ist. Ja, ich rede jetzt einfach mal so weiter. Normalerweise frage ich immer, ob der Ton gut ist zu Beginn, aber jetzt hat sich das mittlerweile so eingefahren, dass der Ton immer so gut war, dass ich gar nicht mehr nachgefragt habe. Also perfekt. Ich kriege schon die erste Meldung top, das ist sehr schön. Also, wir kommen kurz zu den drei Säulen profitablen Tradings und ich möchte auch tatsächlich, ich habe nämlich, wir orientieren uns zwar an diesen Folien, Trading-Psychologie und dann auch der vorteilhaften Handelsstrategie und dem Dach, dieses profitable Trading ausmacht. Wir wollen uns an den Folien orientieren. Ich habe aber parallel auch etwas vorbereitet, auch eine Folie zum Beispiel noch mit eingeschoben und eben auch dieses praktische Beispiel oder diese Praxis, die Anwendung der Trading-Psychologie in der Praxis, wo wir uns nicht zu sehr an den Folien hier dann halten wollen, sondern halt so ein bisschen springen wollen. Deswegen husche ich da jetzt gerade zu Beginn so ein bisschen durch, damit wir uns nicht an diesen Stellen aufhalten, die wir einfach schon bei den letzten Malen auch thematisiert haben. Die drei Säulen profitablen Tradings, dennoch, ich denke mal, das macht durchaus Sinn. Das ist so quasi die Basis des Buches, was ich jetzt geschrieben habe. Ich wurde ja gefragt nochmal vom Finanzbuchverlag und habe nach langem Ringen mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, ich schreibe nochmal ein Buch. Alles weitere dazu, wir werden im Laufe des Webinars noch auf die Webseite gehen. Trader-dasbuch.de ist die Webseite. Ich kann auch übrigens mal ganz kurz den Link vielleicht in die Chatbox stellen. Da findet man, wie gesagt, das Trading-psychologische Profil. Ich verwies darauf heute früh, dieser Fragebogen, den man sich hier schon mal vorher hat runterladen können. Um nämlich dann, und auch da werden wir schon sehen, um dann eben ausgehend von diesem soliden mentalen Grundgerüst sein Trading zu starten. Und so, also wie gesagt, die Webseite zu dem Buch, ich habe ja, man gibt ja so eine Richtung vor, in welche es gehen soll. Es geht um das Erstellen einer profitablen Handelsstrategie. Und unterm Strich stellt sich natürlich dann immer erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Profitabilität im Trading? Sehr interessant, wenn man diese Frage stellt. Auch tatsächlich fortgeschrittenen Tradern bekommt man meistens keine konkrete Antwort. Und das überrascht mich besonders, weil es eigentlich sehr einfach ist, Profitabilität im Trading zu formulieren. Profitabilität ergibt sich aus dem Handeln mit einem positiven Erwartungswert oder das Kapitalisieren eines positiven Erwartungswerts mit dem Trading. Also das bedeutet profitables Trading, das Trading mit diesem positiven Erwartungswert, das baut auf diesen drei Säulen auf, die eben nicht unabhängig voneinander dort stehen, sondern unterirdisch, was eben diese Grafik jetzt nicht zeigt, stark miteinander verwoben sind. Und jetzt habe ich im Zusammenhang eben mit der Trading-Psychologie, der mittleren Säule, offensichtlich ein Zusammenspiel mit dem Risk-on-Money-Management und der vorteilhaften Handelsstrategie. Das ist das, was wir dann hier eben uns in der nächsten Folie anschauen wollen, eben aber auch nur ganz schnell und ganz zügig durchgehen, weil wie gesagt, die Praxis, die soll dann heute im Mittelpunkt stehen. Wie spielen Risk-Money-Management und Trading-Psychologie zusammen? Relativ einfach und plump gesprochen, eben, dass zum Beispiel eine adäquate Positionsgröße Auswirkungen auf die mentale Verfassung hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das zusammenzufügen. Zum Beispiel auch das Risk-on-Money-Management, das tiefgehende Verständnis des Risk-on-Money-Managements, welches eben auch Auswirkungen auf die Sicherheit hat oder auch zum Beispiel auf die Unsicherheit, die ein Trader dann im Zusammenhang mit seinem Trading tätigt. Also genauso wie auch das Zusammenspiel zwischen der Trading-Psychologie und der profitablen Handelsstrategie, auf die wir dann gleich kommen wollen, von der ich dann weiß oder auch nicht weiß, ob das, was ich tue,
wirklich funktioniert langfristig. Wir werden jetzt im Zusammenhang ja mit dem praktischen Beispiel sehen, dass ganz offensichtlich der Kern meines Durchhandelns, des Ansatzes und mein überhaupt gar nicht irgendwie aus der Ruhe kommen, sondern einfach trotz dieses Drawdowns, der zu Beginn dort aufgetreten ist, einfach an diesem Handelsansatz festzuhalten, dass ich ja nur deswegen dazu auch aus dieser Ruhe in der Lage war, weil ich genau weiß, dass das, was ich tue, profitabel ist und dass solche Kapitalrücksätze etwas ganz Natürliches sind. Und wie gesagt, das im Zusammenhang mit dem Risk- und Money Management, es ist genau das Gleiche, dass viele gar nicht so wirklich wissen, na, was ist denn so ein Payoff-Ratio, was ist denn überhaupt ein Erwartungswert und dergleichen. Und sobald mir dieses Wissen fehlt, spiegelt sich das sofort an einer entsprechenden Unsicherheit im Trading wieder. Sowas kann man natürlich lernen, nichtsdestotrotz ist es eben eventuell manchmal auch so ein erster Treiber, so ein Trigger, der eben diese Unsicherheit dann so ein bisschen anschiebt eben. Und wie gesagt, wir gehen aber auf die Positionsgröße ein und die Auswirkungen auf die mentale Verfassung hat. Und das kennt jeder. Da bin ich 100% von überzeugt, der hier zuhört, der sich jetzt später die Aufzeichnung anschaut. Wird die Positionsgröße zu hoch gewählt, dann hat das natürlich ganz natürliche Auswirkungen und auf das Befinden, nämlich eine, was dann auch verstärkt wird durch eine ganz natürliche menschliche Tendenz. Wir werden dazu gleich ein kleines Spiel nochmal spielen. Das kennen jetzt die meisten wahrscheinlich schon. Nichtsdestotrotz, ich spiele es einfach unglaublich gerne und ich mache den Test einfach nochmal. Und dann schauen wir mal, was da für ein Ergebnis rauskommt. Und es ist eben eine ganz natürliche Tendenz, besonders bei einer zu großen Positionsgröße, eben in diesen Modus schnell Gewinne mitnehmen zu verfallen. Wow, der Gewinn, der mir jetzt daran entstanden ist, weil die Positionsgröße zu groß gewählt war, entspricht vielleicht einem Monatsgehalt oder der Hälfte eines Monatsgehalts. Ich habe das jetzt hier in 10 Minuten verdient. Ups, die nehme ich mal ganz schnell mit. Ich kann ja immer wieder in den Trade einsteigen. Während ich dann zum Beispiel im Falle eines auflaufenden, sich auftürmenden Verlustes und das Nichtsetzen durch das Nichtsetzen eines Stops eben zum Beispiel sagt, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Ich nehme besser den Stop raus, der kommt ja später nochmal, der Markt. Oder dann zum Beispiel durch ja, entsprechende Margin-Anforderungen, durch die ESMA-Entscheidung hat sich das jetzt natürlich ein bisschen geändert. Nichtsdestotrotz ist es durch den Hebel selbst von 30 zu 1 im Devisenbereich, in den Majors oder auch im Indexbereich, DAX-Trading bei einem Hebel von 20 zu 1 immer noch möglich. Zwar nicht mehr ganz so aggressiv, aber dennoch eben in den Verlust hinein zu pyramidisieren, Double Down zu betreiben. Das heißt also, eine Positionsgröße eben den Einstiegspreis zu verwässern, so könnte man das eben nennen, und dann eben so zu argumentieren, dass man sagt, naja, der Markt muss jetzt ja weniger zurücklaufen und dann bin ich im Plus und dann nehme ich den auch ganz schnell raus, den Trade. In 9 von 10 Fällen funktioniert dieses Double Down wunderbar. Im 10. ist der dann ausufernde Verlust, weil der Markt nicht mehr dreht, so groß, dass das Konto vor die Wand gefahren wird. Und das ist eben dann genau das, wo der Verlust eben laufen gelassen wird. Das nennt man dann auch in der Behavioral Economics. Es ist ein Prinzip, was man als Sunk Cost Fallacy bezeichnet. Also das heißt, gutem Geld noch schlechtes hinterher, nee, also mit schlechtem Geld Gutes hinterherzuwerfen, so rum. Das ist eine natürliche menschliche Tendenz in der Tat und das ist nicht irgendwas, das darf man nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass dort bestimmte Menschen vor gefeit sind und sagen, nur das habe ich einfach nicht. Das hat jeder. Das ist eine ganz natürliche menschliche Tendenz und die gilt es zum einen zu erkennen und dann aber zum anderen auch entsprechend Techniken zu entwickeln, um diese eben entgegenzutreten. So. Und ja, wie gesagt, unterm Strich bleibt dann etwas, das nennt man eben Verlustaversion auch. Das ist das, was ich jetzt gerade hier zum Beispiel beschrieben habe, mit dem vorschnellen Gewinnmitnahmen und Verluste laufen zu lassen. Dann gibt es natürlich das Zusammenspiel der Trading-Psychologie-Säule mit der Umsetzung der vorteilhaften, profitablen Handelsstrategie. Das ist so, auch das kennt jeder, das Hin- und Herspringen zum Beispiel zwischen Handelsansätzen, wenn mehrere Verlusttrades in Folge auftreten. Das hatte ich ja zum Beispiel bei der Trading-Psychologie vor 3 Wochen geschildert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das die Woche war, wo 5 Verlusttrades in Folge aufgetreten sind oder die Woche schon davor. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal ganz genau nachschauen. Wir können auch gleich übrigens nachschauen. Unter FX Blue gibt es ja die Möglichkeit, dort das Handelsergebnis eines jeden Tages dann offen nochmal einzusehen. Und das ist das, was ich eben meine, wenn man nicht wirklich weiß, ob das, was man dort tut, wirklich profitabel ist, ob das, was man tut, wirklich funktioniert und unterm Strich eben das Kapitalisieren eines mathematischen Vorteils bedeutet, was dazu führt, dass die Kapitalkurve früher oder später in die richtige Richtung tendieren wird und ein positives Gesamtergebnis auf dem Konto nach sich zieht.
Und auch das resultiert eben aus einer Unsicherheit, aus mangelndem Vertrauen beispielsweise, da man eben nicht weiß, ob die gehandelte Strategie auch tatsächlich langfristig profitabel ist, beziehungsweise was man überhaupt erwarten darf. Oder auch zum Beispiel, wie lange durchschnittliche Verlustserien anhalten und dergleichen. Ich hatte das ja, ich zeige das einfach jetzt gleich mal. So, das ist die Webseite von Tickmill, aber wir gehen auf die Webseite, die ich hier über den Tab aufgemacht habe, die ich jetzt schon in die Chatbox gestellt habe, trader-dasbuch.de. Und hier, das ist das Trading-psychologische Profil, da kommen wir aber später drauf. Wir gehen erstmal auf die Monte-Carlo-Simulation ein. Und da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Kapitalkurven zu simulieren. Also wenn ich jetzt einen Handelsansatz eben habe, von dem ich beispielsweise sowohl die Trefferquote kenne, als auch das Payoff-Ratio, das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlierern, dann kann ich eben hier auf eine ganz bestimmte Anzahl von Trades eine Simulation durchlaufen lassen, bei einem entsprechenden Risiko, was ich pro Trade eingehe, und erhalte dann hier auf die jeweilige Wunschanzahl von Kapitalkurven, Simulationsdurchläufe genannt, erhalte dann eben das entsprechende Ergebnis und diese dickere weiße Linie das Durchschnittsergebnis. Das Interessante ist, dass ich da nicht nur bunte Linie bekomme, sondern eben auch hier unten die entsprechenden Kennzahlen. Und das, worum es dann jetzt im Zusammenhang mit diesem Punkt geht, den ich gerade thematisiert habe, ist zum Beispiel die maximal folgende Anzahl von Gewinntrades beziehungsweise maximal folgende Serie von Verlusttrades. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Startkapital von 10.000 Euro trade und ich nehme jetzt mal vorweg, die Strategie, die wir kommenden Dienstag thematisieren, das ist ja eine Strategie, ein Open-Range-Breakout-System auf den DAX, auf dem 5-Minuten-Chart. Da haben wir eine Gewinnchance hier von 42%. Das Zeitfenster war tatsächlich nicht besonders optimal. Normalerweise liegt eigentlich die Hit-Rate, also die Trefferquote für solch ein System im Bereich um die 47, 48%. Also wir lagen dort tatsächlich unter dem, was wir trefferquotentechnisch haben erwarten können für das Intervall, was wir dort näher beleuchten. Aber interessanterweise war das Payoff-Ratio zwar nicht 1,6 zu 1, aber 1,57 zu 1. Und in dem Zusammenhang ist es eben so, dass man sich jetzt schon ausrechnen könnte, dass der Erwartungswert positiv ist. Wir werden es auch gleich hier sehen. Erwartungswert wird eine positive Zahl ausgeben. Wir hatten dort für das Zeitintervall, was wir getestet haben, 200 20, 225 Trades, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Das heißt, das ist ein Jahr gewesen. Das ist eigentlich ein Zeitfenster, was jetzt nicht wirklich aussagekräftig ist für einen Backtest. Ich hatte aber damals einfach, als ich diesen Backtest habe laufen lassen, nicht ausreichend Daten, die ich da hätte analysieren können. Weiß aber, dass das auch über einen längeren Zeitraum noch davor schon bereits profitabel war. Und kenne das auch aus anderen Open-Range-Systemen beispielsweise. Eben zum Beispiel in diesem Zusammenhang dann Systeme wie für den Euro-Yen zum Beispiel oder für den S&P, dass dieses System profitabel ist. Wir dehnen das mal hier auf 500 Trades aus. Wir haben 15 Simulationsdurchläufe, also 15 verschiedene Kapitalkurven und Risk pro Trade, was wir dann eben jetzt bei 1% stehen lassen. Wir werden feststellen, dass das eigentlich Drawdowns provoziert, die ein bisschen zu groß sind, für mich zumindest, für meine persönliche Risikoneigung. Nichtsdestotrotz eben soll es jetzt hier an dieser Stelle ausreichen, denn wir wollen ja eigentlich auf was ganz anderes hinaus, nämlich auf die Maximalanzahl von Gewinn- bzw. Verlusttrades. Was interessant ist, ist, dass wir hier sehen, dass es tatsächlich in diesem Zeitintervall zu Tagen kam, wenn wir jetzt 5 Handelstage pro Woche veranschlagen, da gab es 3 Wochen in Folge nur Verluste. Da gab es nur vor den Kopf. Und man hatte nichts anderes zu tun, als im Grunde genommen nicht wahnsinnig zu werden. Denn wir sehen, der Erwartungswert dieses Handelsansatzes ist positiv. Das heißt, pro Trade, den ich mache, ob Gewinn- oder Verlusttrade, ist es auf jeden Fall ein Profit. Der Erwartungswert gibt hier aus, wie viel ich erwarten darf, pro riskiertem Euro zu verdienen, ja, pro Trade. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein 10.000-Euro-Konto 1% riskiere, dann bedeutet das etwas anders formuliert 100 Euro pro Trade. Und das ist das Risiko. Und wenn ich dann 8 Cent Erwartungswert habe, bedeutet das, dass ich pro Trade im Schnitt 8 Euro verdiene. Unabhängig davon, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Das heißt, die 8 Euro, die habe ich theoretisch auch eigentlich in diesen Verlusttrades verdient, aber das wird sich anders kenntlich machen auf dem Konto, denn da habe ich entsprechend nämlich einen Kapitalrücksetzer von 15 mal 100 Euro, also 1500 Euro, die ich zurücksetze, was schon ziemlich brutal ist, ehrlich gesprochen. Angenehmer ist es natürlich in jenem Moment, glaubt man zumindest, wenn das aus einem Gewinn stattfindet. Also mal angenommen, wir haben jetzt hier diesen Rücksetzer, ja, oder hier zum Beispiel, nachdem sich das Konto schon mehr als verdoppelt hat. Das war ein sehr, sehr guter Lauf. Das ist die ganz obere Kurve. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Ist nicht olivgrün, aber man kann es auf jeden Fall erkennen. Und dann gibt es diesen Rücksetzer von 25.000, nicht ganz zurück bis 20.000.
Aber das ist schon mal ein Verlust, der in dieser Größenordnung liegen dürfte. Jetzt denkt man sich, naja, das ist ja kein so großes Problem. Ich meine, dann habe ich ja nur eigentlich von bereits aufgelaufenen Gewinnen wieder was hergegeben. Interessanterweise wird oder lässt sich über die Behavioral Finance zeigen, dass dieser Verlust nicht nur als 1.500 € Verlust wahrgenommen wird, sondern als 3.000 € Verlust wahrgenommen wird. Und das ist eben tatsächlich etwas, was ganz besonders auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Break-Even-Trades, wenn ein Trade zum Beispiel ein R für mich verdient hat, er ist aus einer Range ausgebrochen, verdient ein R und setzt dann dieses eine R zurück. Ich habe aber zwischenzeitlich den Stop auf plus minus null nachgezogen. Dann fühlt sich das nicht an wie ein Trade plus minus null, sondern das fühlt sich an wie ein Verlusttrade, weil eben der jetzt hier Rücklauf an das Einstiegsniveau, dieses eine R, was der Markt verdient hatte, sich wie ein Minus von 2 R anfühlt. Das ist, wie gesagt, etwas, könnte man jetzt sagen, das ist ja völliger Blödsinn und besonders, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das ist richtig, aber genau diese Irrationalität ist eben der Kern unprofitablen Tradings vieler Privatanleger. Und die sind sich dessen gar nicht so wirklich bewusst eben tatsächlich, dass das so ist. Und ich mache übrigens, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit gleich und stelle hier einen zweiten Link ein, nämlich zu einem Buch, das habe ich auch schon beim ersten Mal eben. Einen Moment, das habe ich schon beim ersten Mal hier empfohlen. Das ist schnelles Denken, langsames Denken. Besonders jetzt zur Sommerzeit eine coole Sache, weil kann man nämlich super als Buch mit in den Urlaub nehmen. Das ist ein ziemlicher Wälzer, ist aber faszinierend und liest sich super gut, super schnell weg. Ich zeige auch gleich den Link noch. So, ich habe den jetzt schon mal in die Chatbox eingestellt. Können wir uns hier noch mal ganz kurz das aufmachen? So, so sieht das Buch aus. Beschäftigt sich mit dieser Thematik, Verlustaversion und so weiter, en Detail, wirklich in der Tiefe. Hat auf den ersten Blick nichts mit Trading zu tun, ist mit Abstand das beste Trading-Buch, was es da draußen gibt. Sage ich immer wieder, ich empfehle es auch immer wieder, weil es einfach eins ist, was sich nicht nur super gut liest, sondern ergänzend dazu wirklich dieses irrationale Denken perfekt erklärt und diese Irrationalität. So, ich mache jetzt gerade schon wieder einen großen Fehler. Wir wollten eigentlich ja in die Praxis gehen. Ich merke es mich gerade schon wieder. Wir machen ganz kurz dieses Spiel. Und dann wollen wir uns der Praxis eben widmen. Und genau diesem real gehandelten Konto und das, was jetzt eben stattgefunden hat, einfach um das auch wieder aufzugreifen. Um dieser Irrationalität ganz kurz mal greifen zu können, wählen wir zwischen den folgenden zwei Optionen, in zwei jetzt übrigens gleich gespielten unabhängigen Spielen voneinander. Also Spiel 1 spielen wir jetzt durch. Und dann Spiel 2 kommt danach. Also die sind nicht miteinander verknüpft, sondern sind unabhängig voneinander zu treffen. Und was ich jetzt eigentlich nur bitte, ist im Grunde genommen diese Frage zu lesen, eine Antwortoption auszuwählen, A oder B, und dann einfach mal in die Chatbox zu schreiben, ich nehme A oder ich nehme entsprechend B. So, wir haben dieses Spiel und Option A ist, Sie erhalten jetzt hier sofort sicher 900 € von mir. Keine weitere Frage. Jeder, der jetzt hier im Webinar ist, kriegt von mir 900 € hingelegt. Oder man wählt Option B, dass man nämlich eine 90-prozentige Chance hat, Tausender zu bekommen von mir, aber eben auch eine 10-prozentige Chance, dass man nichts bekommt. Also, dass wir im Grunde genommen dann einfach so wieder uns trennen. Und die Frage, die sich eben jetzt stellt, ist, welche Option wählen Sie? So, einfach mal A oder B in die Chatbox schreiben. Ich würde hier parallel eine kleine Liste führen, eine Strichliste führen. Und dann werten wir das gleich mal aus. A, B. So. Jetzt muss aufpassen. Das sind ganz schön viele Ergebnisse. Einen Augenblick. So, Moment, Moment. So. Okay. Jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Teilnehmerzahl des Webinars. Wir nähern uns jetzt gerade dem Ende. Also wir haben fast alle, die ein Ergebnis abgegeben haben. Großartig. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr aussagekräftig. Ja, das kann ich jetzt an der Stelle schon bereits sagen. Jetzt spielen wir Spiel 2. Spiel 2 ist tatsächlich identisch zu Spiel 1, nur mit dem Unterschied, dass jetzt, hier und sofort jeder der Teilnehmer aus dem Webinar mir 900 € gibt.
Jeder Einzelne. Also wir sehen das Spiel einfach 1:1, aber im Grunde genommen kriege ich jetzt mein ganzes Geld zurück und also was ich hier in Option A mehr oder minder habe weggegeben und jetzt gibt derjenige welche mir einfach diese 900 Euro. Oder aber, zweite Option, wir könnten spielen und Sie haben eine 90-prozentige Chance, mir 1000 Euro geben zu müssen, aber eben auch eine 10-prozentige Chance, mir nichts geben zu müssen. Auch hier die Frage, welche Option wählen Sie? Einfach mal A oder B in die Chatbox schreiben. Jetzt muss ich mal ganz kurz zählen. Okay. Ein paar fehlen noch. Die haben gerade schon mal ein Spiel 1 mitgespielt. Okay. Ich werde gleich übrigens darauf eingehen. Auf den Einwand, der ist absolut korrekt. Der Einwand ist hinsichtlich des Erwartungswerts, der ist absolut richtig. Das kann ich jetzt schon so sagen. Also wir spielen hier keine Spielchen, sage ich jetzt mal. Ja, das gibt dann noch ein anderes Phänomen, das beschreibe ich in dem Buch en Detail, das nennt sich Sankt Petersburg-Paradoxon. Das heißt also, davon sehe ich jetzt an dieser Stelle ganz bewusst ab. Also muss man nämlich das Spiel auch auslegen. Das geht jetzt aber wahrscheinlich dann ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Okay, also sehr interessantes Ergebnis. Anders als im ersten Spiel. Im Spiel 1 war es so, dass die Tendenz 80% bei Option A lag. Ich habe es dann zwischenzeitlich hier ausgerechnet. Im Spiel 2 war es jetzt die Option 50-50. Also, ich weiß noch, im ersten Mal, als wir dieses Webinar gehalten haben, okay, jetzt ging die Tendenz gerade leicht rüber, weil da gab es noch mal eine Antwort, die von 50-50 jetzt leichte Tendenz zu A gegeben hat. Also, Fakt ist auf jeden Fall, wir liegen. Okay, ist kein Problem, ist kein Problem. Also, Fakt ist auf jeden Fall einmal, auch hier, das ist ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis für Spiel 2. Denn 50-50, normalerweise gibt es eine Präferenz in Richtung B. Anders als hier in Spiel A, wo die Präferenz bei A lag. Und das Interessante ist in diesem Zusammenhang, wie gesagt, der Hinweis mit dem Erwartungswert ist absolut korrekt. Man kann hier, könnte man ganz einfach schnellzügig ausrechnen, dass der Erwartungswert in beiden Spielen 900 Euro ist. Das heißt also, wir spielen keine mathematischen Spielchen, dass es hier ein richtig oder falsch gibt. Die Antwort, die man hier gibt, ist rein emotional, also oder rein gefühlstechnisch. Und das, was wir hier sehen können, ist das Einzige, wo wir uns ja hier unterscheiden in Spiel 1 und Spiel 1 und Spiel 2, ist, dass wir hier vom Gewinnen sprechen und hier vom Verlieren sprechen. Und offensichtlich ist es so, dass da zum Gewinnen eine andere Tendenz vorherrscht als im Zusammenhang mit dem Verlieren. Und ich habe dieses Spiel schon zigmal gespielt. Also jedes Mal, wenn ich zum Thema Trading Psychologie einen Vortrag halte, dann ist es so, dass ich immer wieder dieses Spiel eben tatsächlich spiele und das Ergebnis immer wieder das gleiche ist. Mit Ausnahme jetzt dieser zwei Male, die wir es hier bei Tickmill gespielt haben. Denn es ist nämlich so, dass im Spiel 2 Option B immer einen Überhang gehabt hat. Und das ist das Klassische, was man eben in der Behavioral Economics als sogenannte Verlustaversion bezeichnet. Das heißt also, dass man Verluste höher gewichtet, als dass man Gewinne zu wertschätzen weiß. Und das macht sich eben dadurch bemerkbar, dass man hier schnell zugreift und die 900 Euro mitnimmt, während man eben nicht darauf pokert, 1000 Euro zu verdienen, also nochmal 100 Euro mehr. Und man sagt, naja, 900 Euro sind auch schon gut. Also Tausender, Jahrhunderter mehr ist geschenkt. Ja. Aber hier habe ich eben eine 10-prozentige Chance, nicht zu gewinnen. Und jeder weiß, wer schon mal im Casino war oder vielleicht auf einer Tombola mitgespielt hat oder, weiß ich nicht, irgendwie auf der Kirmes irgendwelche Lose gezogen hat oder was weiß ich. Fakt ist auf jeden Fall, jeder weiß, wie sehr es weh tut, dort dann nicht zu gewinnen. Und was das für eine unfassbare Frustration ist. Das ist, was ich gerade meinte mit diesem Break-Even-Stop, wo der Trade sich erst für uns entwickelt. Wir können den Stop aus dem Risiko auf plus minus null ziehen, vielleicht plus minus 0 plus 1, also um die Kommission wenigstens verdient zu haben, um dann zu sehen, dass wir ausgestoppt werden, nachdem der Markt sich bereits für uns entwickelt hat. Das ist manchmal sowas von, ja, schmerzlich, dass der Trade, der eigentlich
keine Veränderung auf unserem Konto nach sich zieht, bei uns selber, aber mit uns mental was macht und uns unfassbar frustriert. In Spiel 2 ist es so, dass das etwas ist, was ich gerade eben hier besonders im Fall des B schon erwähnt hatte, Option B, nämlich diese Sunk-Cost-Fallacy, zu sagen, naja, mein Gott, das sind 900 € weg, ob ich jetzt noch 100er mehr oder weniger verliere, spielt auch keine Rolle. Das nimmt aber dermaßen Überhand bei Privatanlegern, dass die wirklich dazu tendieren, dann mit sogenannten Alibi-Stops zu arbeiten und den Stop immer weiter in den Verlust zu ziehen und sich nicht ausstoppen zu lassen, weil sie sagen, ja, früher oder später dreht der Markt noch. Die dramatischere Version ist, dass man nicht in den Stop wegzieht oder eventuell gar kein Gesetz hat, sondern ergänzend davon oder ergänzend dazu eben tatsächlich dann noch in den Verlust hineinpyramidisiert. Sehr interessante Frage. Und zwar, warum ist die Differenz mit 100 € so niedrig? Weil ich vermeiden möchte, dass es hier zu diesen sogenannten, das bezeichnet man als kognitive Verzerrung in der Behavioral Finance, weil ich vermeiden möchte, dass diese kognitive Verzerrung hier beginnt, eine Rolle zu spielen. Das kann man auch noch ein bisschen dramatischer machen, dieses Beispiel. Und zwar jenes Beispiel, in dem der Erwartungswert nicht identisch ist. Und das sieht dann so aus, dass man zum Beispiel zwei Knöpfe hat. Ich hab diese Grafik bestimmt noch irgendwo. Ich müsste sie jetzt aber suchen und das dauert zu lange. Da haben wir zwei Knöpfe und dann steht auf dem einen Knopf, oder nicht, steht gar nichts drauf, der ist einfach rot und der andere ist grün. Und dann schreibt man drunter, der rote Knopf ist, wenn du den drückst, kriegst du sofort sicher 1 Million. Der andere Knopf, der grüne Knopf, ist 50% Wahrscheinlichkeit für 100 Millionen. Welchen Knopf wählst du? Und hier ist es tatsächlich so, dass natürlich natürliche Tendenz dazu geht, den roten Knopf zu drücken. Warum? Weil der rote Knopf ein Game Changer ist, ein Life Changer. Also wer 1 Million mehr auf dem Konto hat, für den hat das potenziell lebensverändernden Charakter. Also in den meisten Fällen jedenfalls. Und man kann damit sich einfach vorstellen, eine ganze Menge toller Sachen zu machen. Sei es ein Haus zu kaufen, sei es eine Weltreise zu machen, was auch immer. Während natürlich rein erwartungswerttechnisch, rein mathematisch, es völlig außer Frage steht, dass der grüne Knopf gedrückt werden muss. Und das ist etwas, das bezeichnet man dann in der Psychologie als sogenanntes Sankt-Peters-Paradoxon. Dazu gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, könnte man einfach mal googeln. Wie gesagt, ich habe das, wenn auch jetzt nicht in der Tiefe dann, dass dieses Buch jetzt irgendwie missinterpretiert wird als ja, Behavioral Finance Buch oder sonst dergleichen. Ich habe das aber dennoch im Bereich, in dem Kapitel rund um die Trading Psychologie aufgegriffen. Also, wie gesagt, das kann man auch über diese Webseite schon bereits vorbestellen. Wer müsste man sich zwar noch 2 Monate gedulden, weil es erst am 8.10. erscheint, aber man kann den Button hier jetzt kaufen, einfach klicken und wird dann auf die Amazon-Seite weitergeleitet. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass das eben der Grund ist, warum ich hier ganz bewusst diese Differenz klein gehalten habe. Diese 1.000 € spielen für den Großteil der Menschen, mit denen dieses Spiel gespielt wird, die sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen, das sind einfach Zahlen, die sind nicht Game-Changing. Also 1.000 € mehr oder weniger zu haben, ist zwar schön, aber für einen Tausender, da muss man heute schon ein günstiges Angebot finden im Reiseprospekt, um dafür einen schönen Urlaub machen zu können. So könnte ich das mal ganz plump formulieren. Und deswegen habe ich diese Zahlen ganz bewusst eben so gewählt. Sie sind aber auch wiederum etwas, die provozieren schon so ein bisschen einen leichten Schmerz, wenn wir 1.000 € mehr oder weniger haben. Und es ist was anderes, als wenn wir das jetzt mit 10 € spielen würden. Und das muss man dabei immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das, wie gesagt, was ich gerade eben hier als menschlich natürlich bezeichnet habe, das wird anhand dieses einfachen Beispiels schon sehr, sehr schön gezeigt und zeigt auch, dass es nichts, was irgendwie richtig oder falsch ist, sondern was uns ganz natürlich innewohnt und Auswirkungen auf unser Trading hat. Und was es eben zum einen zu erkennen gilt, zum anderen dann aber eben auch, wo man versuchen muss, das entsprechend in den Griff zu bekommen und wo diese kognitiven Verzerrungen eben eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Rolle eben entsprechend spielen. So, wir wollen jetzt mal Folgendes machen, und zwar, wir wollen uns dem Thema mentale Stabilität eben hier widmen, und wir wollen in diesem Zusammenhang eben zum Beispiel solche Dinge jetzt angehen, wie zum Beispiel das Thema Glaubensgrundsätze. Und die Frage, die wir hier beantworten, ist, worauf baut ein solides mentales Gerüst beim Trading auf? Und wo ich dann eben sage, ein solides mentales Gerüst baut zum Beispiel da auf, wo wir einen Glaubensgrundsatz für uns formulieren, dass es beim Trading darum geht, das sogenannte Niveau der unbewussten Kompetenz zu erreichen. Und dass wir dann aus dem Bereich des sogenannten optimalen Erregungsniveaus diesen Handelsansatz einfach durchhandeln. Das hört sich im ersten Moment jetzt ein bisschen hochtrabend an, ist aber tatsächlich relativ einfach zu verstehen. Und ich habe das hier anhand dieser Kette im Grunde genommen versucht, sich ersichtlich zu machen. Wir werden aber gleich noch etwas anschauen. Da hatte mich beim letzten Mal jemand drauf gebracht. Da ging es nämlich um das Thema, oder da wurde der Begriff einfach so eingeworfen.
Und zwar Dunning-Kruger. Was damit gemeint ist, das werden wir uns gleich hier noch im Zusammenhang auch mit der unbewussten Inkompetenz genauer beleuchten. Es ist tatsächlich so, um das jetzt ein bisschen besser zu verstehen, ich nehme einfach mal einfache Bezeichnungen dafür, wie man diese unbewusste Inkompetenz oder bewusste Inkompetenz und so weiter verstehen könnte. Also die unbewusste Inkompetenz ist jenes Stadium, in dem ich nicht weiß, dass ich nichts weiß. Jeder, der sich ganz neu mit einer Materie auseinandersetzt, in unserem Fall mit dem Trading, der weiß gar nicht, wie komplex das Thema Trading ist. Und ausgehend von dieser Unwissenheit stützt man sich auch ganz befangen und unbeleckt einfach in dieses Thema rein, ist vollkommen angstfrei, kennt sowas wie Verlustschmerz oder sonst dergleichen gar nicht. Man hat noch nie einen Trade gemacht, man zahlt einfach seinen Betrag X bei Broker XYZ ein, bei Tickmill, macht seinen Trade und stellt dann fest, läuft doch, ja, drückt einfach auf den Knopf und dann sind meistens, nicht selten, so sage ich mal, sogar die ersten Trades Gewinner. Obwohl man jetzt natürlich diesemjenigen welchen Glück und da stellt, dann bezeichnet man das gerne als sogenanntes Anfängerglück. Das Faszinierende dabei ist, dass eben diese Unbefangenheit dann im Stadium der bewussten Inkompetenz komplett verschwindet und plötzlich sowas wie Gewissensbisse auftreten. Und selbst danach, wenn man eben ein gewisses Wissen sich angeeignet hat, sei es aus Risiko-Money-Management-technischer Sicht, sei es aus markttechnischer Sicht, einfach um zu wissen, wo stehen wir eigentlich gerade, steigende Hochs, steigende Tiefs ist ein Aufwärtstrend, fallende Hochs, fallende Tiefs ist ein Abwärtstrend, wir haben Wirkungsbereiche, wir haben sogenannte Akkumulationsphasen, das heißt also, wo eben Material aufgebaut wird und dergleichen, man weiß das alles, aber trotzdem hat man Schwierigkeiten, auf den Knopf zu drücken, weil man Angst hat, man hat Angst davor zu verlieren, genau jene Angst, die es hier im Stadium der unbewussten Inkompetenz nicht gab, da wusste man zwar nicht, was ein Aufwärtstrend ist, man hat aber trotzdem auf den Knopf gedrückt, weil man wusste ja nicht, wie schmerzhaft es sein kann, Geld zu verlieren beim Trading und was, ja, was für einem, ich nenne es mal, rasenden Wildpferd man da sitzend sich überhaupt befindet. Das heißt also, im Stadium der unbewussten Inkompetenz wissen wir nicht, dass wir nichts wissen. In bewusster Inkompetenz bedeutet, wir wissen jetzt, dass wir nichts wissen und wir müssen daran etwas ändern und wir tendieren dann dazu, etwas zu machen, was wir aus der Schule kennen. Klassisches Viel hilft viel. Das heißt also, es wird jedes Buch zum Thema Trading durchgewälzt, was man irgendwie finden kann und wovor man sich einen Mehrwert verspricht. Man schaut sich Trading-Communities an, zig Webinare, man holt sich sämtlichen Input, den man bekommt und denkt, dass es ja dann irgendwie schon werden muss. Dann aber feststellt, dass es dann doch nicht wird, weil dann wiederum nämlich beim Trading irgendwas zu sein scheint, es scheint irgendetwas zu geben, was eben, ja, was die Spreu vom Weizen trennt, so nennen wir es einfach mal. Und dann kommt der Moment, wo man feststellt, bewusste Kompetenz, wo man dann so ein erstes Aha-Erlebnis hat, wo man realisiert, wo man versteht, was Profitabilität im Trading überhaupt bedeutet, wo man versteht, dass zum Beispiel profitables Trading, ich stelle da eine sehr provokante These in meinem Buch auf, profitables Trading ist todlangweilig. Also ich bin schon jetzt wieder darauf vorbereitet, also es gibt bei mir sicherlich einen anderen Antriebsfeder als Langeweile, warum ich das Buch geschrieben habe. Nichtsdestotrotz, man kann das ja sehr, sehr häufig auch hören und wir ganz gleich in der Grafik sehen, auch die habe ich ganz bewusst gewählt. Es kommt ja nicht selten das Argument, das heißt, oh, noch so einer muss ein Buch schreiben, weil er sonst mit seinem Trading kein Geld verdient. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in dem Moment tatsächlich darüber schmunzeln kann, weil nämlich tatsächlich Profitabilität oder professionelles Trading generell einem klaren Ablaufplan folgt. Und wenn man solch eine Routine hat, die man durchläuft, und so wie wir jetzt zum Beispiel auch gerade miteinander sprechen. Ich habe ja parallel jetzt dazu einen Trade laufen. Ja, also nur noch einen. Der zweite, der DAX-Trade ist raus. Den hatte ich heute früher schon thematisiert. Darauf kommen wir gleich. Aber ich muss dafür ja nicht am Rechner sitzen. Und ich muss mir nicht jeden Tick angucken. Und ich muss mir auch nicht jeden zweiten Tick angucken. Manchmal reicht es einfach nur zu wissen, wer hat den Trade jetzt, ist denn eingegangen. Ich checke, ob die Parameter entsprechend gut in den Markt gegeben worden sind, also ob alles stimmt, und dann wird der Trade gefillt oder er wird nicht gefillt, dann läuft der Trade in den Take Profit oder läuft nicht in den Take Profit. Was ich weiß ist, ich trade mit einem sogenannten positiven Erwartungswert. Das heißt, ich verdiene mit meinem Handeln Geld. Aber der Rest des Tages, dann entscheidet der Markt, was er tut oder was er nicht tut. Und wenn du dann erstmal diese Routine hast, dann ist der Rest des Handelstages als Trader echt langweilig. Und dann hast du auch die Zeit, ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Aber genau dieses Stadium erstmal zu erreichen, dieses Stadium an der Stelle dann der bewussten Kompetenz, die dann aber schon fast in den Bereich der unbewussten Kompetenz geht, das ist unglaublich langwierig, nichtsdestotrotz erreichbar. Also spätestens dann, wenn man feststellt, was eben Profitabilität im Trading ausmacht, kann man das sehr gut bewusst eben tatsächlich erreichen, ist aber dennoch manchmal immer noch gezwungen, etwas zu machen, was dann Induzieren von rationalem Denken betrifft. Also das heißt, man merkt, wenn man eine Verlustserie zum Beispiel jetzt, wenn einem solch was so etwas widerfährt, man merkt schon, dass das dennoch Schmerzen nach sich zieht, obwohl ich weiß, dass das, was ich tue, funktioniert.
Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mich daran erinnern muss, dass das, was ich tue, eben tatsächlich profitabel ist und dass es hier an dieser Stelle ganz natürliche Phasen gibt, in denen es nicht läuft. Das plumpe Beispiel ist, es ist halt nicht immer Sommer. Wenn ich Eis verkaufe, dann ist das im Sommer, aktuell besonders bei diesen Temperaturen, am Strand mit Sicherheit ein profitables Business. Jetzt mal unabhängig davon, dass da auch noch andere sicherlich Eis verkaufen und ich dafür eine Lizenz brauche, bla bla bla. Wenn ich das alles auf ein solides Fundament gestellt habe, kann ich damit richtig gutes Geld verdienen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich mir auch klar sein muss, dass eben nicht immer Sommer ist. Es gibt erstmal irgendwann auch mal einen Winter, da werde ich definitiv nicht viel Eis verkaufen, da muss ich mein Geschäftsmodell ändern, vielleicht Glühwein stattdessen ausschenken. Und es wird auch Phasen selbst im Sommer geben, wo zum Beispiel es regnet und wo ich nicht viel Eis verkaufe, wo ich dann entsprechend eben auf einem soliden finanziellen Fundament meine Geschäftsidee Eis verkaufen aufgebaut haben sollte. Und das ist eben genau das, was man sich immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen muss an dieser Stelle oder in diesem Stadium der bewussten Kompetenz. Und dann gibt es eben die unbewusste Kompetenz und das beschreibe ich immer sehr gerne mit dem Autofahren, dem Autofahrstadium, welches jeder von uns erreicht hat. Wenn wir uns daran erinnern, wie das war damals, als wir das erste Mal eine Fahrstunde gehabt haben, wir mussten in den Spiegel gucken, Anweisungen unseres Fahrlehrers entgegennehmen, wir mussten auf die Ampel achten, wir mussten schauen, dass wir den Radfahrer nicht über den Haufen fahren, wir mussten kuppeln, wir mussten schalten, ja, also sofern es nicht Automatik war und so weiter. Und das ist etwas, durch Üben, 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 ist uns das einfach ganz natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Und heute ist es für uns das Natürlichste von der Welt. Ja, und wir fahren sogar unsere hochschwangere Frau in den Wehen liegend ins Krankenhaus. Parallel managen wir unseren Sohnemann, der hinten auf der Rückbank eben Terz macht, spielen dabei noch beruhigende Musik, haben dann vielleicht noch ein Handy über Freisprechanlage an, wo mit der Familie, welche auch immer, Schwiegereltern, Eltern und so weiter kommunizieren, sagen, es geht jetzt gerade los. Und wir fahren aber trotzdem total sicher ins Krankenhaus. Und das eben aus diesem Stadium der unbewussten Kompetenz. Und das ist das Stadium, was wir versuchen, in unserem Trading zu erreichen. Das heißt also einfach dieses wirkliche Durchhandeln des nachweislich profitablen Handelsansatzes. So, ich habe jetzt diese Frage schon beantwortet. Wie erreiche ich dieses Stadium? Wie gesagt, üben, üben, üben. Das ist im Autofahren ja bei uns nicht anders gewesen. Und dann ist es eben auch so, dass man verstehen muss, dass Emotionen im Trading nicht per se was Schlechtes sind, sondern eben ganz natürlich. Es ist nicht selten so, dass es heißt, oh Gott, wenn du emotional in deinem Trading wirst, dann hast du so gut wie verloren. Diese Aussage ist als solche nicht haltbar. Da gibt es etwas, das werden wir gleich noch sehen auf einer Grafik, die nennt sich Jerts-Dodson-Modell. Dass wir erstmal ein bestimmtes Niveau, Erregungsniveau, ich nenne es jetzt mal vielleicht Stress ausgesetzt sein müssen, um wirklich auch top performen zu können. Also man kann sich das vorstellen wie ein Fußballspieler zum Beispiel, der sich vor einem wichtigen Fußballspiel aufwärmen muss. Der geht nicht einfach auf den Platz, selbst dann nicht, wenn er Cristiano Ronaldo ist, auch wenn der selbst auf den Platz gehen könnte und alle von uns einfach stehen lassen könnte. Selbst wenn er nicht aufgewärmt wäre, da könnte er auch in Jeanshose und Badelatschen wahrscheinlich spielen. Aber im Profibereich gibt es dann dennoch den einen oder anderen, wo er sich ein bisschen bemühen müsste. So, und so ist das also dann entsprechend, dass auch ein Fußballspieler vor einem wichtigen Spiel, sei es auch noch so ein ausgebuffter Profi, erstmal ein bestimmtes Erregungsniveau erreichen muss und seine Muskeln aufwärmen muss, beziehungsweise einen bestimmten Stress aussetzen, damit die möglichst optimal funktionieren. Und so ist es im Trading eben auch. Es gibt positive Energien und es gibt negative. Die positiven gilt es zu fördern und diese Stärken dann in unserem Trading möglichst zu nutzen, um dann in dem jeweiligen Spot, der sich im Markt dann gibt, optimal zu performen und den Erwartungswert in Richtung noch positiver zu bewegen und zeitgleich eben jene, die Emotionen, also die Unprofitabilität zu dieser beitragen, diese eben entsprechend dann zu unterdrücken beziehungsweise durch eben bestimmte Techniken induzieren von rationalem Denken und dergleichen in den Griff zu bekommen. Und es ist eben auch so, dass man sich selber sehr gut kennen muss. Da sind wir wieder beim Trading-psychologischen Profil oder beispielsweise auch den Handelsansatz, um dann Techniken anzuwenden, um diesen umbändigen zu können. Also mir bringt es nichts zu sagen, ich bin jetzt mental total stabil und ich weiß, dass Verluste mit dazu zählen und, und. Das ist zwar schön und gut, sich das einzureden, nichtsdestotrotz, wenn ich nicht weiß, dass das, was ich tue, wirklich funktioniert, also mein Handelsansatz auch wirklich profitabel ist, dann werde ich trotzdem nicht in der Lage sein, solche Techniken anwenden zu können. Also so wäre es mir zum Beispiel nicht möglich gewesen, diese Techniken anwenden zu können hinsichtlich dieses Drawdowns, den wir ausgesetzt uns übrigens sehen. Also wir müssen erstmal neue Kapitalkurvenhochs markieren in diesem Projektkonto jetzt, um überhaupt dann von einem abgeschlossenen Drawdown zu sprechen. Dazu aber wie gesagt gleich mehr. Wir wollen noch mal ganz kurz hier zu diesen vier Stufen des Lernens und dieser Grafik eben kommen und dem Dunning-Kruger-Effekt, weil ich den einfach relativ gut finde, um das Durchlaufen dieser vier Stufen eben zu illustrieren. Und wir sehen hier unten die Erfahrung, keine Erfahrung und dann hier der Expertenstatus.
ganz offensichtlich die X-Achse immer weiter nach rechts laufend und dann hier das entsprechende Selbstbewusstsein. Und es ist wirklich so, dass, das kann ich aus Erfahrung sagen, zu Beginn der Trading-Karriere das Selbstbewusstsein der Trader exorbitant groß ist, weil es kommt nicht selten vor, dass zum Beispiel auch, also in meinem Fall jetzt, wenn ich Coachings gebe, dass sehr erfolgreiche, ehemals sehr erfolgreiche Unternehmer zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mit dem Trading noch Geld verdienen, meinen Lebensabend finanzieren und dergleichen, will das alles ein bisschen ruhiger angehen, sich gar nicht so wirklich darüber im Klaren sind, was sie da überhaupt für ein Projekt angehen, aber die natürlich schon mal per se ein großes Ego und sehr großes Selbstbewusstsein selbstverständlich mitbringen, weil sie in ihrem Leben nicht nur einiges gesehen haben, sondern offensichtlich auch einiges auf die Beine gestellt haben. So, und wenn man denen jetzt sagt, dass sie sich der schwersten Aufgabe ihres Lebens eingestellt mit Trading, wo es auf den ersten Blick nur darum geht, unten zu kaufen und oben zu verkaufen, dann fühlen die sich schon fast persönlich gekränkt. So, und das ist eben etwas, was nichtsdestotrotz, besonders wenn Sie bis dato noch nicht wirklich dann Coaching oder auch keine Erfahrung im Bereich Trading gesammelt haben, wo es dann eben im Grunde genommen das Trading-Projekt, wo die das starten, mit Ich bin der beste Trader seit Jesse Livermore. Also jenem Trader, der ja so um Anfang des 20. Jahrhunderts eben entsprechend gelebt hat damals. Reminiscences of a Stock Operator ist übrigens die Biografie von ihm, geschrieben von Edwin Lefebvre. Ich kann gleich mal schauen. Ich will mal schauen, es gibt auch ein deutsches Buch. Ich glaube, das Spiel der Spiele heißt das, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ich habe nämlich nur das englische Buch gelesen. Also, das ist nur zum Thema Jesse Livermore, wer das eben ist. Kann man beliebig ersetzen, ob man es George Soros, Paul Tudor Jones oder was weiß ich, wen da einsetzt. Spielt keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, das ist so die erste Euphorie. Und dann gibt es die ersten Verlusttrades und man kippt sofort nach unten weg. Und dann, oh, Trading ist ja doch nicht so einfach. Das waren dann so die ersten paar Kilo, so nenne ich sie jetzt mal, die dann so weggeballert worden sind. Und dann, ja, dann hören die Verluste nicht auf, sondern die Verluste ufern immer weiter aus. Man kriegt plötzlich Angst. Also das ist das, was besonders so erfolgreiche, ehemals erfolgreiche Manager, Unternehmer gar nicht kennen. Ja, die sind immer in der Lage gewesen, irgendwie die Menschen zu ihren Gunsten so zu positionieren, dass am Ende der Ausgang zu den Gunsten des Unternehmers war und dass dann das Unternehmen gewachsen ist. Ja, es gab mal Rückschläge, aber nichtsdestotrotz war man in der Lage, eben durch sein Charisma, durch seinen Charakter, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Der Markt ist aber größer als jemand. Und der ist in der Lage, dich ganz, ganz schnell wieder einzunorden und dir zu zeigen, pass auf, ich bin größer und ich mache hier die Regeln und du folgst mir und nicht umgekehrt. Wenn du früher in der Lage warst, andere zu manipulieren, mag das sein, mich manipulierst du nicht. Und so ist das direkte Feedback des Marktes. Und das ist natürlich eine Aussage, eine Konfrontation, das ist eine Absage des Marktes, die meistens sogar zurück bis ins Kindesalter führt, wo wir dann konfrontiert worden sind, häufig mal mit einem Nein und sich gut setzen konnten. Wenn der Erwachsene Nein gesagt hat, war halt Nein. Das konnten wir noch so blöd finden oder konnten wir noch so laut schreien und heulen. Der Erwachsene war größer, der Erwachsene war stärker und wir haben uns dem zu unterordnen gehabt. Und diese emotionalen Schwankungen, nenne ich sie jetzt mal, oder diese emotionalen Ungleichgewichte, mit denen wir dort als Kinder konfrontiert worden sind, die werden dann plötzlich hier wieder hervorgeholt und treten wieder eventuell sogar noch in stärkerer Form eben entsprechend wieder an die Oberfläche. Besonders dann, wenn man in seinem Leben sehr erfolgreich war und damit schon sehr lange nicht mehr konfrontiert war. Und dann ist es nicht selten so, dass diese Angst dann irgendwann mal diesen Moment weicht, wo man sagt, mit Trading lässt sich erstens kein Geld verdienen und zweitens ganz logisch, dass eben diese ganzen Experten ganz bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, zum Beispiel Bücher schreiben oder Seminare geben, Coachings und dergleichen. Mit Trading kann man ja auch gar kein Geld verdienen. Geht ja gar nicht. Das ist dann so dieser nächste Punkt, der dann auch früher oder später erreicht wird. Und wer diesen Punkt überschreitet und dann tatsächlich früher oder später beginnt, nochmal Momentum aufzunehmen und dieses Lernen nochmal auf den Weg zu bringen und dann irgendwann diese Phase, diese Talsohle hier durchschritten hat, der beginnt dann plötzlich zu begreifen, worum es mit profitablen Trading geht und schafft vielleicht auch das, was er in der Vergangenheit als Basis seines Erfolgs auch in seinem unternehmerischen Leben gehabt hat, eben tatsächlich dann hier anzuwenden. Und Trading oder zu adaptieren auf die Welt des Tradings. Und dann ist es so, oh, es fängt langsam an, Sinn zu machen. So funktioniert das also. Ob das jetzt ein markttechnisches Verständnis ist oder eine Kombination von markttechnischem Verständnis und einem profitablen Handelsansatz und Trading-Psychologie, das besteht jetzt jedem hier selbst, ja, ist jedem selbst überlassen. Fakt ist auf jeden Fall, es fängt an, Sinn zu machen. Und dann läuft's. Und dann ist die Profitabilität da. Aber man merkt auch, man lernt jeden Trade nochmal was Neues über sich selbst, über den Markt. Und deswegen, der Weg ist das Ziel. Und so kann man sich diesen Dunning-Kruger-Effekt eben entsprechend im Trading sehr, sehr gut vorstellen. Dunning war übrigens auch jener, der mal gesagt hat, dass jemand, der hier zum Beispiel glaubt, er ist der Allerbeste, dem kann man das gar nicht übel nehmen, dass er glaubt, er ist der Beste.
Also in dem Fall der beste Trader der Welt, weil das Wissen, was nötig ist, um den Expertenstatus hier in dieser Profession, in dem Fall des Tradings, zu erreichen, das Wissen ist dasselbe Wissen, was du haben müsstest, um zu realisieren, dass du eben nichts weißt im Bereich der unbewussten Inkompetenz. Und deswegen kann man es denjenigen, welchen eigentlich gar nicht wirklich übel nehmen. So, jetzt kommt nochmal Jerks Dodson, auch dazu nochmal eine Grafik und dann von der Grafik müssen wir dringend und ganz schnell rüber zu dem praktischen Beispiel. Also, es ist nämlich so, Jerks Dodson-Kurve, die positiven Emotionen, ich will das nochmal hier grafisch auch aufbereiten, wie gesagt, das Erregungsniveau. Das ist dieser Bereich, das ist der Bereich der sogenannten Zone, den es zu erreichen gilt und den es zu halten gilt. Einmal ist es so, Anstrengung, das ist das, was ich meine. Es gibt bestimmte Emotionen, die nötig sind, um uns in diesen Bereich zu führen. Einfach, weil wir bestimmte, ja, vielleicht auch Existenzangst benötigen. Das kann von jedem, von Mensch zu Mensch ist das unterschiedlich, aber irgendetwas benötigen, um eben zu performen, eine bestimmte Spannung, einen Spannungsbogen zu haben. Ausgehend von welchem wir dann performen. Aber genauso kann es auch sein, wenn jetzt zum Beispiel wir wieder aufs Beispiel mit dem Fußball und dem Aufwärmen kommen, genauso wie wir uns hier aufwärmen, kann eine Überaufwärmphase, so nenne ich sie jetzt mal, oder ein Overpacen, ein zu starkes Aufwärmen dazu führen, dass man sich so verausgabt, dass man auf dieser Kurve dann schon wieder rechts runterfällt und dann in den Bereich des Stresses kommt und eben gar nicht mehr optimal performt. In diesem Bereich sind wir dann im Trading bei etwas, da vergessen wir zum Beispiel das, was wir bereits wussten. Ja, also das ist dann der Bereich der bewussten Kompetenz, wo wir dann in den tatsächlich Bereich der unbewussten Kompetenz abrutschen. Das einzige Problem ist, wir sind unbewusst kompetent, also unbewusst kompetent, aber eventuell nicht im Zusammenhang mit Verlustbegrenzung. Und wenn ich nicht für mich selber einen Glaubensgrundsatz formuliert habe, der es auch schon in den Bereich der unbewussten Kompetenz gemacht hat. Also wir nehmen es jetzt mal mit dem Autofahren. Zum Beispiel, es ist ganz natürlich, wenn man ins Auto steigt, der Griff geht automatisch zum Griff, zum Sicherheitsgurt, den man anlegt. Das macht man deswegen, weil man es schon zigmal vorher gemacht hat und weil das einfach ein ganz unbewusster Prozess, eine ganz, ganz unbewusste Handbewegung ist. Da muss man auch nicht drüber nachdenken. Man setzt sich ins Auto, zack, die rechte Hand als Fahrer, rechte Hand geht jetzt nach links oben zur Schulter, um den Gürtel nach unten, den gut nach unten zu ziehen und einrasten zu lassen. Und genauso ist das im Zusammenhang mit dem Trading, mit dem Stop-Setzen beispielsweise. Und wenn ich das nicht im Bereich der unbewussten Kompetenz vorhanden habe, dann ist das genau dieses Problem, was wir haben, wenn wir aus diesem Bereich, aus dem optimalen Erregungsniveau nach rechts abkippen, denn plötzlich erinnern wir uns nicht daran, dass die Stop-Verlustbegrenzung wichtig ist. Und genau das sorgt dann dafür, dass wir den Stop rausnehmen aus unserem Trade, dass ein gegen uns laufender Trade immer größer wird oder der Verlust immer größer wird und ausufert entsprechend. Und so, also das ist im Grunde genommen dann diese Jerks-Dodson-Kurve, die jetzt nochmal sehr, sehr schön auch illustriert, warum Emotionen im Trading wichtig sind, bis zu einem gewissen Punkt, aber eben nicht darüber hinaus. Und dann müssen wir Technik anwenden, die man dann eben als sogenanntes Induzieren rationalen Denkens bezeichnet. Das ist dann so etwas hier, das ist mit der Routine beispielsweise. Ich habe jetzt aber noch was anderes, ich will das mal hier machen. Ich ziehe mal ganz kurz hier kleinen Bogen rein, den ich mir gemacht habe, der sieht so aus. Also, das sind so vier Schritte, die man anwenden kann, um dann mental optimal zu performen. Das ist zum Beispiel etwas, also ich bezeichne das als Induzieren rationalen Denkens in meinem Buch. In dem Zusammenhang ist es jetzt so, ich habe Refokussierung genommen. Und diese Refokussierung, das gleiche wie Induzieren rationalen Denkens, das sind diese fünf Schritte, die man durchläuft und die jeder übrigens kennt. Also nicht, dass man glaubt, da wird jetzt das Rad neu erfunden. Das ist Quatsch. Was man macht, ist altbewährtes einfach nochmal jetzt auf dann in dem Fall das Trading anwenden. Also wir nehmen erstmal wahr, dass etwas nicht stimmt. Es gibt ein Problem. Der Trade entwickelt sich nicht, wie wir wollen. Wir haben eine Verlustserie, wie auch immer, geartet. Und dann ist der nächste Schritt erstmal folgender. Auch das machen wir ganz natürlich, wenn wir in einer Stresssituation uns wiederfinden. Sei es, weil der Chef uns anschreit oder sei es, weil die Kinder nerven oder sei es, weil ein Trade nicht gut gelaufen ist, von mir aus auch. Wir atmen erstmal tief ein. Und das kann man sich vorstellen, wie als eine Art Kupplung treten. Also wir trennen in dem Moment unsere Emotionen von unserem Bewusstsein, wenn man so möchte. Und wir schaffen dort eine Distanz. Und wir versuchen durch diese Distanz, also man kann das jetzt tief einatmen, habe ich es hier genannt, man könnte auch zum Beispiel sich einen Schlag kaltes Wasser durchs Gesicht werfen, zum Beispiel. Oder mal ganz kurz an die frische Luft gehen. Wie auch immer man diese Kupplung tritt, wichtig ist, dass man diese Trennung schafft. Und sobald diese Trennung geschafft ist, stellen wir uns die Frage, okay, was läuft hier eigentlich jetzt falsch gerade? Was ist das Problem? Und
Dann an dieser Stelle gilt es dann zum Beispiel zu evaluieren, ob das, was wir gemacht haben, ob das alles richtig war, der Handelsansatz weiter funktioniert. Wir stellen uns aber natürlich auch die Frage, sind die Marktbedingungen zum Beispiel überhaupt noch für meine Handelsstrategie passend? Also anders formuliert, angewandt auf das Beispiel. Und jetzt kommen wir hier zu dieser zweiten Grafik, dieses Statement. Ja, ich update das übrigens mal kurz, dann haben wir auch gleich hier in Realtime das aktuelle Ergebnis des Trades, plus minus 0 Euro Yen. Driftet da so um seine Nulllinie. Der DAX-Trade ist durch, den werden wir gleich nochmal kurz aufrufen. Fakt ist, wir haben das letzte Mal, als wir dieses Webinar gehalten haben, das war am 17.07. zur Trading-Psychologie. Das war fast im Bereich der Tiefs hier. Und man kann sich vorstellen, die Situation für mich ist nicht leicht. Also, ich habe gesagt, ich möchte das gerne am praktischen Beispiel natürlich hier vorführen, alles, sei es die Handelsstrategie, sei es das Live-Trading mit einem echten Konto, sei es auch die Trading-Psychologie. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe mich bei einem der ersten Webinare, die wir hier gehabt haben, wesentlich wohler gefühlt, weil da haben wir über Wasser geschaut. Wir haben zwar kurzzeitig auch mal unter Wasser geschaut, aber unterm Strich waren wir dennoch hier positiv erstmal. Und zwar mehr als 1%. Und das war wesentlich angenehmer, als sich dann hier vor einer, ja, ich nenne es jetzt mal Masse der Leute zu präsentieren und ein negatives Handelsergebnis erstmal vorzuweisen. Es ist immer noch negativ. Nichtsdestotrotz, es ist alles andere als optimal. Und ich muss mir jetzt natürlich nicht nur als Trader, sondern natürlich auch jetzt an der Stelle in gewisser Form als Mentor die Frage stellen, wie kommunizierst du erstmal das, was hier passiert? Und vor allem, was passiert denn gerade? Dafür muss ich natürlich erstmal mich selber natürlich auch in den Griff bekommen, und mir natürlich die Frage stellen, ist das, was hier passiert, alles so zu erwarten? Und ja, das ist das. Ich weiß zum Beispiel ja, dank hier dieser Simulation, die wir gerade durchgelaufen haben, und jetzt können wir das dann entsprechend anwenden. Wir hatten das in Bezug auf den Euro-Yen gegeben zum Beispiel. Da hatten wir eine Gewinnchance von 47%. Das war jenes, was wo ich gesagt habe, da pendeln wir uns mit so einem Asia-Breakout-System ungefähr ein. Wir hatten Payoff-Ratio von 1,3, 1,4 zu 1. Wir gehen hier von einem kleinen Risiko aus. Prozent Risiko wollen wir wieder so lassen. Und dann kann man eben sehen, solch eine Serie zum Beispiel von mehreren Verlusttrades in Folge tritt absolut legitim auf. Und auch der Drawdown in der Größenordnung ist absolut normal. Ja, also auf 1% sowieso eben. Aber worum es wir an der Stelle ganz besonders geht, ist die maximale Anzahl folgender Verlusttrades. Und wir haben dann hier im Zusammenhang mit den Stats Folgendes gemacht. Wir haben nämlich uns die Symbole angeschaut, auf die wir die Trades hier abwickeln. Das sind derzeit zwei, der DAX und eben der Euro-Yen. Und man konnte auch hier zum Beispiel aufteilen nochmal Symbole und Direction. Deswegen ist FX Blue ein super Tool, weil du hast einfach mal unendlich viele Informationen. Das ist 100% synchronisiert mit diesem Handelskonto hier. Ja, so. Da sehen wir einfach sämtliche Informationen, die hier, alles, was im Konto gehandelt wird, wird eben 1:1 in diese FX Blue Geschichte eben hier reinkopiert. Und dann ausgehend von diesen Daten, die dort reingelesen werden, werden die eben entsprechend ausgewertet. So, und jetzt war es dann eben so, wir haben festgestellt, DAX, Marktbedingungen waren jetzt alles andere als optimal. Aber nichtsdestotrotz, das Handelsergebnis im DAX lag bei plus minus null Pi mal Daumen. Also liegt es tatsächlich aktuell immer noch. Das kann man hier sehen. DAX Sell, 92, 94 Euro Profit, da 92 Euro negativ, also insgesamt plus 2 Euro. Unterm Strich solide. Ja, auch die Hitrate ist passabel, wohlgemerkt eigentlich schon relativ sehr gut, ehrlich gesagt, oberhalb von 50%. Also muss es woanders dran liegen. Und das war der Euro-japanische Yen. Also an dem ist es gescheitert. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch noch, die pendelt sich normalerweise sowohl Buy als auch Sell, pendelt sich das im Bereich um 50% ein. Und wenn man sich jetzt mal den Sell anschaut, dann sind wir da immer noch massiv unter dem, was wir eigentlich erwarten sollten, nämlich bei rund 32%. Also das heißt, wir haben noch lange nicht eigentlich die vollständige sogenannte Mean Reversion gesehen, aber schon mal teilweise. Das kann ich schon mal sagen. Und das erkennt man eben dann daran. Und das habe ich jetzt auch hier schon mal vorbereitet. Ich habe das nochmal aufgezeichnet, was wir damals notiert haben. Und zwar, das war das Webinar vom 17.07. Euro-japanischer Yen. Und wir haben hier gesagt, 24 Trades hatten wir damals. Trefferquote von nur 29%. Payoff-Ratio von 0,821. Also das bezog jetzt übrigens Long- und Short-Trades mit ein. Ja? Nicht, dass wir uns jetzt hier an der Stelle irgendwie falsch verstehen. Zur damaligen Zeit war es aber so, dass es noch keinen einzigen Gewinntrade gab. Ich hatte nicht einen Gewinntrade im Euro-Yen. Ja, das waren 9 Trades zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile hat sich das hier verdoppelt. Also es sind viele Trades auf der Short-Seite gelaufen. Und von diesen 9 Gewinntrades waren offensichtlich 6 oder 10, waren 6, also 60% Gewinntrades tatsächlich. Und damit ist auch die Trefferquote nach oben gegangen. Damals war die noch bei 0%. Es gab nicht einen Gewinntrade. Es gab einfach nur eine katastrophal schlechte Serie auf Euro-Yen-Short-Trades. Und jetzt war es eben so,
Ich wusste das zum einen, wie sich die Situation darstellt. Das war der Ist-Wert. Und ich hatte eben aber auch gesagt, dank meines tiefgehenden Wissens um das, was ich erwarten darf, also der Soll, ist es mir möglich, damit zu arbeiten und Ruhe zu bewahren. Auch wenn das negative Ergebnis natürlich negativ ist und in gewisser Form auch Schmerzen verursacht. Aber es ist eben Fakt, dass ich weiß, wo der Soll ungefähr liegt. Und der liegt bei 47% Trefferquote und einem Payoff-Ratio von 1,3 zu 1. Und das ist offensichtlich kilometerweit unter dem, was wir bis dato hier vorfinden haben können. Und nun ist es eben entsprechend so, dass ich ausgehend davon arbeite. Und man erinnert sich vielleicht noch an meine etwas sehr plumpe Formulierung, als ich sagte, nun ja, es kann eigentlich kaum noch schlechter werden, wenn ich mir diesen aktuellen Ist-Wert anschaue. Und dann ist es eben entsprechend so gewesen, dass ich sagte, wir zeichnen jetzt einfach mal alle Trades auf seit dem Webinar vom 17.07. Das werden wir jetzt machen. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir ungefähr, nicht ungefähr, wo wir jetzt ganz genau liegen. Und was wir sehen können, ist, dass wir erstmal von diesen 12 Trades 8 Gewinntrades haben vorfinden können. Also auch hier sind wir exorbitant besser als das, was eigentlich erwartet werden darf. Aber wiederum, also das ist der Sollwert, aber wiederum, wenn wir das zusammenrechnen jetzt auf unsere Gesamtanzahl von Trades, ist die Trefferquote immer noch deutlich unter dem, wo wir eigentlich sein sollten. Ja, also das kann man dann wiederum hier sehen. Wenn wir aufs Symbol gehen, da haben wir 36 Trades und wir sehen einfach nur eine Trefferquote von 42%. Und wenn wir davon ausgehen, dass unser Soll um die 47% liegt, ja, dann muss man einfach sagen, liegen wir immer noch drunter. Plus ergänzend dazu übrigens, wir können auch hier zum Beispiel unser Payoff-Ratio ausrechnen. Auch da liegen wir drunter. Das liegt fast ein bisschen besser 1 zu 1, also 1,1 zu 1, wenn man möchte. Liegt aber auch unter dem, was wir erwarten dürfen. Und daher haben wir dort immer noch ein negatives Ergebnis. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns gerade in eine sehr, sehr günstige Richtung. Und wir haben noch einiges an Potenzial auf der Oberseite, haben aber bereits jetzt einen Teil dieser Verluste aufholen können. Wie erwartet, möchte man schon sagen. Das kann sich also noch ein bisschen länger ziehen, aber wir haben jetzt einfach immer das Glück gehabt, das Glück des Tüchtigen, oder an der Stelle muss man sagen, ich hatte das Glück, dass wirklich dann kurz nachdem wir dieses Webinar gehalten haben, so eine erste sogenannte Mean Reversion, also ein Rückpendeln zum Normal stattgefunden hat. Und so ist es jetzt eben so, dass wir dann jetzt mittlerweile einen Ist haben von 42% von ursprünglich 29%. Und wie gesagt, das Payoff-Ratio bei 1,08 zu 1 liegt, was immer noch unterhalb dessen liegt, was wir eigentlich erwarten sollten. Nichtsdestotrotz oberhalb dessen liegt, was wir hier beim letzten Webinar zur Trading Psychologie vor 3 Wochen hatten. Und da kann man sehr, sehr gut erkennen. Und das ist also keine Hoffnung gewesen, dass sich das jetzt ausgeht, sondern es ist ein Wissen, dass dieser Handelsansatz weiter stabil ist und Geld verdient. Ja. Und worum es eben jetzt geht, ist hier die mentale Stabilität zu haben, seinen Stiefel einfach weiter durchzuhandeln. Und das ist genau das, was wir jetzt an dieser Stelle tun. Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, hier auch den Kopf verlieren zu können und dann zu sagen, um Gottes Willen, das wird nichts mehr. Besonders dann auch der Druck, der aus der Öffentlichkeit vielleicht entstehen könnte, dann hier wirklich zu sagen, ja, ich versuche jetzt einfach mit einem Mega-Trade hier irgendwie das Ruder rumzureißen. Das ist nicht nötig. Wenn ich weiß, dass der Handelsansatz, den ich trade, stabil ist, robust ist, und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Vergangenheit generierte Ergebnis, der identifizierte Vorteil, die Kapitalisierung dessen, auch in der Zukunft sich so realisieren lässt, dann ist es ein absolutes, ja, dann, das ist ganz entspannt schon fast, möchte ich sagen, trotz Verlustserie auch diesen Stiefel weiter durchzutraden. Und das ist eben jetzt bis jetzt eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen. Ich hoffe natürlich, die Chancen stehen mittlerweile jetzt natürlich wieder deutlich besser als noch vor 3 Wochen, dass eben das sich dann in den kommenden 2 Monaten noch dahingehend eben jetzt entwickelt, dass wir es eben schaffen, dieses Ergebnis dann ins Positive zu drehen und dann wieder hier über die rote Linie zu laufen und somit dann den Kopf wieder über Wasser zu bekommen. So, das also jetzt zu dem aktuellen Beispiel. Ich möchte aber jetzt hier nochmal ganz kurz zurückgehen auf diese 3 Punkte. Refokussierung, Disziplin, was sind die mentalen oder was sind meine Stärken und auch das Meistern der sogenannten Kernfähigkeiten. Also das induzierte rationalen Denkens, Refokussierung haben wir schon thematisiert. Der zweite Punkt, Disziplin, findet sich auch sehr, sehr schön in diesem Beispiel, was ich gerade geschildert habe wieder. Ich bin diszipliniert genug, das Ding durchzuziehen. Und er wächst aus einer ganz natürlichen mentalen Stärke, die wiederum sich dadurch ergibt, dass ich dem, was ich tue, wirklich vertraue. Ich bin mir meiner selbst bewusst, der Tatsache, dass ich mental stark genug bin, das durchhalten zu können, solch eine Verlustserie. Und ich weiß eben auch um die Stärke des Handelsansatzes und das, was der Handelsansatz braucht.
Das ist ein Breakout-Handelsansatz oder beziehungsweise im Falle des DAX handelt es sich um einen, um einen Ansatz, der Trends benötigt, Intraday-Trends benötigt. Und wenn diese Marktbedingungen nicht gegeben sind, wenn die Trends nicht so stark sind und sich so darstellen, wie sie sich darstellen müssen, oder beziehungsweise wenn die Vola dann im Devisenmarkt sich zum Beispiel zurückzieht und Breakouts zwar erfolgen, aber eben der Markt kein wirkliches Momentum aufnimmt. Und wir sehen übrigens, wenn man jetzt hier mal auf nochmal den Euro-Yen sich betrachtet, der Entry, der ist hier erfolgt, in dieser gestrichelten grünfarbenen Linie. Momentum sieht ganz anders aus. Also wir tippen gerade rein, wir werden eingestoppt in den Trade, dann setzt er zurück, dann driftet er jetzt so leicht aufwärts. Aber wir sind weit davon weg, wirklich solche Bewegungen zu sehen, wie wir sie hier zum Beispiel zu den Non-Farm Payrolls vergangene Woche Freitag gesehen haben. Also da sind wir ganz knapp nicht ausgestoppt worden, nur um dann anschließend plötzlich eine super dynamische Bewegung zu sehen, die plötzlich schlagartig aus dem Nichts kam, möchte man schon fast sagen, nach Veröffentlichung NFPs. Ich weiß bis jetzt nicht, warum. Ich kann mein Glück ehrlich gesprochen kaum fassen, dass ich statt ein Pip mit einem Pip hier nicht ausgestoppt zu werden, plötzlich einen Volltreffer im Take-Profit sehe. Also ich weiß bis jetzt nicht, wie es passiert ist, aber ich konnte nur deswegen davon profitieren, weil ich eben meinen Stiefel weiter getradet habe. Und nur wenn du in der Lage bist oder wenn du wettest, kannst du auch gewinnen, wenn man so möchte. Das sagte mal ein Trader auch aus der Marke der Mägde-Serie. Und deswegen musst du immer dafür Sorge tragen, dass genug Geld ist da, dass du wetten kannst. Denn wenn kein Geld mehr da ist, also wenn du das Kapital, was du zum Traden benötigst, nicht schützt, dann kannst du am Ende nicht mehr wetten. Und wer nicht wetten kann, kann auch nicht gewinnen. So, ist relativ plumpe Weisheit, aber nichtsdestotrotz eine, die sicherlich ihre Daseinsberechtigung hat. Aber zurück, wie gesagt, zu den Marktbedingungen. Wir sind weiterhin weit davon entfernt, optimale Marktbedingungen zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, diszipliniert diesen Handelsansatz eben durchzuhandeln und auch nicht zum Overtrading zu neigen oder sich eben von beispielsweise Druck von außen irgendwie reinquatschen zu lassen oder sonst dergleichen. Das ist das, was bezeichne ich hier mit Informationsüberfluss aus den Social-Media-Bereichen zum Beispiel und dem daraus resultierenden Zwang, etwas tun zu müssen. Das sind tatsächlich Hauptgründe für Unprofitabilität im Trading. Und ich hatte, oder ich schreibe es dann auch hier in diesem Absatz und ganz klein nochmal, ich sagte es ja, das, was profitables Trading ausmacht, ist Langeweile im Trading. Und jener Langeweile, der man eigentlich entfliehen möchte. Es ist nicht selten so, wenn ich mal jemanden frage, sag mal, warum willst du eigentlich Trader werden? Und das ist natürlich die erste Antwort, ich will viel Geld verdienen. Die zweite Antwort ist vor allem, ich will aus dieser, ja, 9-to-5-Geschichte arbeitstechnisch raus. Das nervt total und oh, das ist langweilig. Ich brauche was, was Spannung verspricht, wo es hin und her geht, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Und da ist Trading genau das Richtige. Ehrlich gesagt ist Trading da genau das Falsche. Aber das ist dann wiederum dann etwas, was man aus der Unbe oder was man dem der unbewussten Inkompetenz zuschreiben kann und was sich dann erst mit der Zeit so einschleift, dass man feststellt, oh, hier ist Routine noch viel, viel wichtiger. Und so ist es dann tatsächlich, genau diese Langeweile anzusprechen, dieses Durchlaufen eines bestimmten Handelsplans eben. Und jetzt dann hier die mentalen Stärken, meine Stärken ganz besonders. Es gibt hier ein Zitat von einem gewissen Josh Weitzicker. Das ist ein Schachgroßmeister, der, also ein ganz junger Typ übrigens, ein Schachgroßmeister, der dann auch, nachdem er im Schach wirklich viel erreicht hat, anschließend gesagt hat, ich möchte jetzt im Bereich Martial Arts, möchte ich mich weiterentwickeln. Und der hat dann angefangen mit, ich weiß gar nicht, was BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu, oder was sogar MMA und UFC, also Mixed Martial Arts und Ultimate Fighting. Ich weiß es nicht genau. Fakt ist auf jeden Fall, er hat auch dort wirklich dann es geschafft, einen Meistergrad zu erlangen. Und der sagte mal etwas. Der sagte, Champions sind nahezu ausnahmslos Experten darin, sich ihre Stärken vollends bewusst zu sein. Das ist etwas, das heißt nicht umsonst, Selbstbewusstsein. Man erinnere sich dran. Ich sagte mal, oder ich habe gesagt, das immer relativ häufig, und das wird offensichtlich auch bestätigt von anderen aus anderen Gebieten. Selbstbewusstsein und Ego sind zweierlei. Also im Trading, Trader haben bekanntlich ein unfassbar kleines Ego, aber ein unfassbar großes Selbstbewusstsein. Und das ist das, worauf dieser Spruch so wunderbar hinzielt oder darauf abzielt. Also Champions sind Experten darin, sich ihre Stärken vollends bewusst zu sein und auszufechtende Duelle, in welcher Form jetzt auch immer, in genau diese Richtung ihrer Stärken zu schieben. Denn das ist genau dann der Bereich, in dem sie in der Lage sind, aus ihren Stärken das Maximum an Profit herauszuziehen. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt eben genau dann dieses trading-psychologische Profil so wichtig und die Beantwortung der Frage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Es gibt viel zu wenige, die sich damit auseinandersetzen und deswegen spielt das auch solch eine wichtige Rolle in meinem Trading oder beziehungsweise nicht nur in meinem Trading, sondern auch in meinem Buch eben entsprechend. Und weswegen ich das hier ganz explizit mit aufgenommen habe, dieses trading-psychologische Profil. Wie gesagt, das kann man sich über diese Seite, kann man sich das runterladen.
Hier kann man den Button Download klicken. Und es ist so, dass ich so eine kleine Aktion zusammen mit Tickmill übrigens habe, kann ich an der Stelle auch sagen. Normalerweise veranschlage ich dafür, weil ich das sehr, sehr ernst auch nehme, dieses Thema. Das ist dann eher so eine Art Private Coaching schon fast, von 1 Stunde bis 2 Stunden, je nachdem, wie lange es eben dauert. Das dauert dann eben so lange. Wer die Fragen beantwortet hat und wer die ausgewertet haben möchte, der könnte mit mir in Kontakt treten. Und normalerweise veranschlage ich eben dafür dann 199 € für die Auswertung eines solchen trading-psychologischen Profils. Aber wer zum Beispiel jetzt ein Konto bei Tickmill eröffnet, mit mindestens 5.000 € kapitalisiert, über die Webseite, Broker findet man dann hier übrigens, da, ja, der bekommt das von mir umsonst, ja, bezahlt das im erweiterten Sinne Tickmill eigentlich. Und das einfach nur so als kleiner Gedankenanstoß. Ich denke, dass sich das absolut lohnt und dass man das nicht unterschätzen sollte, denn mit diesem trading-psychologischen Profil ist es eben entsprechend so, dass man genau dort sein Trading auf genau dieses mentale Gerüst stellt, auf dieses solide Fundament, was so wichtig ist, um dann Profitabilität im Trading eben anzustreben. Und das ist das nächste: Meistern der Kernfähigkeiten, die Profitabilität im Trading nach sich zieht. Keep it simple, stupid. Ja, und dazu habe ich dann folgenden Ablaufplan hier. Dieser ist es, das könnten wir jetzt alles durchgehen. Ich glaube aber, dass das ausgehend von der etwas fortgeschrittenen Zeit jetzt gerade ein bisschen schlecht ist. Deswegen machen wir das grafisch. So sieht das aus. Tatsächlich ein relativ rudimentäres Setup sich zu suchen. Auch ich stelle natürlich auch in dem Buch beispielsweise 4 Strategien vor. Die kann man einfach im Grunde genommen kopieren. Einige davon kennt man, DAX Open Range zum Beispiel. Es geht aber nur darum, die Idee zu bekommen, wie so eine Basisstrategie aussehen kann. Und diese Strategie dann für sich anzuwenden, auf seine persönlichen Bedürfnisse zu adaptieren, beziehungsweise eben diesen Ablaufplan einzuschleifen. Das heißt also zu sagen, ich nehme jetzt hier das vorgeschlagene Setup. Wir stellen, wie gesagt, nächste Woche am Dienstag stellen wir ein Setup vor. Das könnte man einfach so nehmen, screenshotten, oder man kann sich das übrigens auch hier zum Beispiel aus der Sektion runterladen für die Unterlagen in diesem Webinar. Auch da kein Problem. Da gibt es auch diese Betrachtung jetzt übrigens hier für Trading-Psychologie, aber eben auch für die Strategie. Und dieses Setup handle ich dann zum Beispiel auf einem Demokonto mit 20 Trades durch. Ich dokumentiere das Ergebnis entsprechend im Trading Journal. Auch hier für Demo-Trades besteht die Möglichkeit zum Beispiel, sich dann so ein bisschen fit zu machen mit FX Blue. Das kann man andocken. Und dann eben ist es so, dass ich eine Nachbetrachtung mache. Ich berechne zum Beispiel Trefferquote, Verlustquote von diesen 20 Trades, Payoff Ratio. Und dann gucke ich eben, wo ist die Underperformance? Warum performe ich nicht so, wie ich eigentlich performen sollte? Dafür gibt es meistens ganz einfache Antworten. Zum Beispiel, ich habe das Setup nicht so getradet, wie es ursprünglich geplant war. Und dann stellt sich die Frage, ja, warum habe ich das nicht getan? Und was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das getan hätte? Und das ist dann zum Beispiel ein Grund für eine Underperformance potenziell. Und dann gilt es eben, eine Verbesserung anzustreben. Wie kann ich eben diesen identifizierten Fehler ausmerzen? Underperformance resultierend aus dem Nicht-Traden des Ansatzes, so wie er geplant war, handelt den Ansatz, so wie er geplant war. Wäre eine Möglichkeit, diesen Fehler auszumerzen. Ich implementiere die Veränderung und fange wieder von vorne an. Und genau da sieht man es, dieses stete Wiederholen wird ganz natürlich dann wiederum dazu führen, dass man dieses Erreichen der unbewussten Kompetenz anstrebt, früher oder später erreichen muss. Es geht gar nicht anders. Und wie gesagt, dieser Handelsansatz, das ist das, um was es geht, den muss man oder sollte man eben entsprechend auf seine Bedürfnisse zuschneidern und dann entsprechend so durchhandeln. Ja, das ist einfach, ja, einfach um eine Idee zu bekommen, wie kann ich diesen Trading-Ablaufplan dann in der Praxis eben umsetzen. Und so, jetzt widme ich mich den Fragen. Möchte ich mich auf jeden Fall widmen. So, ich muss mal jetzt ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Kurzen Augenblick. Da sind nämlich ganz viele A's und ganz viele B's. Wie sind die denn eingekommen? So, einen Augenblick. So. So. Ist eine sehr interessante Frage. Soll man im Sommer überhaupt Open Ranges traden, Open Range Breakouts traden? Das ist eine unfassbar interessante Frage. Tatsächlich war das auch ein Hinweis, den ich bekommen habe von jemandem in meinem Morning Meeting war es. Da habe ich das auch schon thematisiert. Und da hieß es dann, naja, passt doch einfach das Risiko entsprechend an. Das Interessante ist jetzt Folgendes: Wenn ich einen Handelsansatz teste, backteste, und ich zeige jetzt einfach mal in diesem Zusammenhang nicht das Ergebnis für den Moment, ich zeige jetzt nicht mal das Ergebnis für den DAX, sondern was wir jetzt machen, ist, ich zeige mal ganz kurz eine Grafik für den S&P. Oh, verdammt, jetzt muss ich kurz gucken. Verzeihung, ich habe gerade den falschen Button geklickt.
So, das ist jetzt zum Beispiel ein Open-Range-System für den S&P 500. Also auch ist die Basis. Also das Interessante ist, ich habe schon nicht selten habe ich Diskussionen geführt mit Leuten, die dann gesagt haben, Open-Range, das ist doch völliger Quatsch, ja, viel zu trivial und einfach und sowieso nicht profitabel, zeigt irgendwie jeder. Naja, das ist genau der Punkt. Es ist eben diese Basisstrategie, die im Kern auf jeden Fall profitabel ist und die Profitabilität aber dadurch erlangt, nicht weil sie so unfassbar ja, profitabel ist, was sie unweigerlich ist, sondern ausgehend von der Disziplin des jeweils welchen. Und wenn die Disziplin nicht vorhanden ist, dann ist das stete Durchhandeln dieser Strategie kaum möglich. Und genau da scheitert dann eben entsprechend derjenige welche, der mit dem ORB, also Open Range Breakout, unprofitabel ist, gegenüber dem, der damit profitabel ist, der einfach diszipliniert durchtradet. Ist zum Beispiel eine Stärke, die ich für mich selber festgestellt habe mit der Zeit, ich habe eine unfassbare Disziplin, also in jedem Lebensbereich. Es gibt nicht selten zum Beispiel Leute, die mich fragen, wie kann man bei gestern, meine Frau hat Besuch bekommen von einer sehr guten Freundin, die ist mir auf der Straße begegnet, ich bin zum Sport gelaufen, gestern waren wieder 32 Grad und die guckte mich nur an und sagte, du gehst bei dem Wetter zum Sport? Ja, natürlich gehe ich bei dem Wetter zum Sport. Ja, aber es ist doch viel zu warm. Naja, ich flüchte mich dann in die Sage, in die Ausrede oder in den Spruch. Naja, es ist, Wärme entsteht im Kopf, nur wie Schmerz im Kopf entsteht. Das interessiert mich an der Stelle nicht. Mein Fokus ist jener, ich muss zum Sport. Ich bin diszipliniert, das durchzuziehen, weil ich eben auch weiß, was es für Konsequenzen hat, wenn ich es nicht tue. Nicht, dass ich dann plötzlich massiv an Muskelmasse oder dergleichen einbüße. Es verursacht bei mir Schmerzen. Also ich fühle mich mental einfach dann nicht gut. Und das strahlt auf meinen gesamten Körper aus, dieser Schmerz. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen ziemlich abenteuerlich an, aber das ist genau das, was ich über die Jahre eben durch das stete Beibehalten einer Routine geschafft habe. Wenn ich keinen Sport treibe, verursacht das Schmerzen. Und das ist etwas, was langfristig vermutlich dann auch sich mal hoffentlich, jedenfalls so wünsche ich es mir, positiv auf meinen weiteren Lebensweg aus. Übt oder Auswirkungen hat eben entsprechend. Und genau so ist es eben auch mit dem Ansetzen solcher trivialen Handelsansätze. Zurück zu der Frage. Also, und zwar nämlich die Frage, wieso handelt man diese Strategie im Sommer? Wenn man solch einen Backtest hier durchlaufen lässt, dann hat man nicht solche Aussparungen. Also, mal klar kann man solche Aussparungen vornehmen, aber dieser Backtest zum Beispiel läuft jetzt einmal durch, über 7 Jahre, Open Range Breakout, unabhängig von der jeweiligen Jahreszeit, unabhängig von der Volatilität. Und es gab zum Beispiel auch Phasen in 2014 zum Beispiel, da war die Volatilität verhältnismäßig niedrig. Nichtsdestotrotz hat die Strategie dennoch relativ solide performt und ein positives Ergebnis hervorgebracht. Und genau deswegen sage ich zum Beispiel, ich handle auch die Strategie genau dann durch, auch wenn eventuell die Marktbedingungen nicht optimal sind. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit zum Beispiel, meine Positionsgröße zu reduzieren. Wäre ja eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja, genau, sowas. Perfekt. Das schreibt der Dieter jetzt von sich schon ganz alleine. Als Indikator könnte man auch die Tages-ATR zum Beispiel verwenden. Das ist das Nächste. Es gibt eine Möglichkeit, Filter einzulegen. Zum Beispiel, die sagen, trade die Open Range für den jeweiligen Tag nur dann, wenn die Range, die wir hier festlegen, im Zeitfenster von 15:30 bis 16:50 für den S&P zum Beispiel, ein bestimmtes Maß überschritten hat von 0,2%. Dann zum Beispiel. Dadurch kann man schon tatsächlich niedrig volatile Phasen rausfiltern und es kommt sogar vor, dass dann keine Trades abgesetzt werden. So kann man zum Beispiel vorgehen, aber alles in allem sorgt selbst das Handeln in solchen niedrig volatilen Phasen nicht dafür, dass eben entsprechend diese Strategie keine Profitabilität mehr verspricht. Das frage ich mich auch. Ich will es auch jetzt an der Stelle beenden übrigens. Kalle fragt mich, wie schaffe ich es denn, die ganze Zeit zu reden, ohne Luft zu holen? Fokus. Ja, Fokus, das ist so die nächste Geschichte. Auch das sagt zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Freund von mir zu mir, mit dem ich immer zum Sport gehe. Ich hatte irgendwie massive Zahnschmerzen, die aus einer Nasennebenhöhlenentzündung ausgestrahlt sind. Das war kein Zahnschmerz im Sinne von, ich hatte Karies und die Zähne nicht geputzt, sondern es war einfach so ein Drücken auf den Nerv irgendwie. Aus dem Oberkiefer, in die Zahn, in die Zähne. Und das ist sehr unangenehm. Also wer schon mal Zahnschmerzen eben tatsächlich gehabt hat, der ist an dieser Stelle dann eventuell durchaus jetzt in der Lage zu verstehen, worauf ich hinaus will. Ich bin aber trotzdem zum Sport gegangen. Und ein Freund von mir, der auch vor kurzem Zahnschmerzen hatte, der fragte mich einfach, wie ich das schaffe, so durchzutrainieren. Ich sagte einfach Fokus. Auch diese Zähne, also diesen Schmerz zu unterdrücken, ob das jetzt gut ist oder nicht gut, das will ich jetzt an der Stelle besser nicht thematisieren. Aber das
Ja, setzt mich vielleicht in die Lage, einfach immer weiter zu reden, gar nicht zu merken, was ich jetzt übrigens gerade spüre, was ich gerade für einen tierischen Durst habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch das Webinar gefallen hat und ja, ich wünsche euch allzeit Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Schickt gerne eine Mail, auch mit Feedback, auch gerne an Tickmill oder auch Fragen, falls welche aufkommen sollten im Nachgang, wenn ihr euch die Aufzeichnung nochmal anschaut. Und ja, meinerseits ist es das gewesen. Für heute erstmal. Nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder, dann zum Strategie-Webinar, so nenne ich das mal. Und die Woche darauf dann wieder, nee, 2 Wochen danach, also das ist dann der 28.8., da ist das Live-Trading wieder morgens von 9 bis 11. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.